Hallo und herzlich willkommen zu zwei weiteren Videos auf diesem Kanal. Also folgen gleich ne? Leute, heute sind wir wieder am Start und nehmen den Daily Shop auf. Sorry Leute, kam halt ein bisschen verspätet. Ja, ein bisschen verspätet in Klammern. Ja, ich stelle euch ihn jetzt trotzdem einfach mal vor. So, wir haben ein neues Update am Stissel und können dann schon die Skins aufrüsten. Tomato Head haben wir hier einmal im Shop, also das Tomato Skin mit der Axt Roni. Ein nicht so nices Pack. Ich finde das jetzt. Ich mag den Skin einfach nicht, dass es so. Für dafür 1500 V-Bucks aufgeben, ist irgendwie, finde ich, Verschwendung. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Set und zwar zum Rex Set. Aber hier haben wir die Triceratops drin mit dem Rucksack und ja, ist ein Dino. Hier auch nochmal den Rex und Bite Mark. Die Picke für 1200 V-Bucks. Oh, sieht ganz cool aus. Aber ich bin nicht so der Picken-Fan. Ja, gut. Dann kommen wir zum Pterodactyl. Summer into Battle. Part of the Dino Guard. Jo. Ist auch. Ich würde sagen, schon ziemlich geil, weil den so einen Gleiter sieht man eigentlich nicht so oft. Und kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Jetzt kommen wir zum Abstract-Skin. Den ich ehrlich gesagt ziemlich unnötig finde, bis auf den Backpack. Weil ich habe jetzt zum Beispiel die. Oh, wie heißt sie denn? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt aus Season 3. Season 3, den zweiten Skin, also diese Frau quasi. Also weibliche Skin von dem. Das ist, ja, ziemlich unnötig dann für die Leute, die den schon haben. Jetzt kommen wir zur Picke und zwar, der ist richtig witzig. Also, ich kann es euch mal ganz zeigen. Der ist voll cool. Also, es macht echt sehr, sehr viel Spaß damit zu spielen. Habe ich schon auf YouTube in manchen Videos gesehen. Ist ziemlich cool. Jetzt kommen wir zur rechten Seite, und zwar haben wir hier nur vier Items heute drin, und einmal den Toxic Trooper für 1500 V-Bucks, ein Skin, wie soll man sagen, sieht ganz okay aus, ist aber jetzt auch nicht das Beste. Jetzt kommen wir zum Infinity Dab. Ein Emote für 500 V-Bucks ist ziemlich cool, und ja, jetzt kommen wir zum Pop-Lock. Auch der ist ziemlich cool. Zwei coole Emotes heute im Shop und der letzte Skin ist natürlich auch richtig cool. So, da kommen wir auch schon zu meinem Zweitlieblings 800er V-Bucks Skin, den Lightshow Skin. Mein erster ist der Nightlight, oder wie er heißt. Die weibliche Form von dem. Ja, ist ein ziemlich nice Skin für 800er V-Bucks, auf jeden Fall cool. So, das war's von diesem Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über liken. Und bis dann und servus.